So, bei strahlendem Wetter machen wir weiter. Wir haben jetzt die ganzen Zuschnitte gemacht, wie man hier unten sehen kann. Wir haben jetzt eine ganze Stückliste voll Materialien zugesägt, wie wir es alles brauchen. Und jetzt haben wir hier auch noch einen Plan aufgehängt, wie der Schrank später aussehen soll. Ich bin mal echt gespannt, ob wir das so oder ähnlich hinkriegen. Zumindest bauen wir heute das Grundgestell fertig. Die Frontplatte fehlt uns nämlich noch. Und ja, wir bohren jetzt und schrauben dann zusammen und ich bin mal gespannt, wie das klappt. Manche gar nicht und manche viel zu viel. Dann noch ablenken oder? Achso, ja, das müssen wir von einer Seite machen. So, als nächsten Schritt werden wir jetzt unsere geschliffenen Leisten nehmen und die mal alle auf Maß zu sägen. Ich habe hier eine schöne Stückliste gemacht, die wir alles brauchen und ganz ehrlich, auf den Teil, der jetzt kommt, auf den habe ich gar keinen Bock. Alles einzeln ablenken, anschneiden, ablenken. Das geht schon. Yay! Also mache ich jetzt. Sägst du einfach mal an, wenn du mir den Meterstab gibst, kann ich dann anzeichnen. Ja, aber die Sache ist, wie halte ich das fest? Toll. Up.
Und wie zufrieden bist du mit dem ersten Teil? Schon ziemlich. Ich habe die Innenkante nicht gedacht. Oh nö, aber der ist nicht so lang, deswegen können wir ihn ruhig reinkippen ein Stück, oder? Ja, genau so. So passt schon. Das ist wegen dem Haken. Gut, die Ösen kann man abziehen, das ist das Problem. Das ist nur das kleinste Problem. Der steht halt jetzt nicht hinten an, oder man macht mal auf die Schiene drauf. Ja, dann passt er vorne nicht. Dann würde ich gucken, dass wir hinten noch eine Leiste anschrauben, damit er halt vor der Leiste steht. Oder wir fräsen das weg. Die Schiene weg, oder was meinst du? Ach so, nee. Ja gut, dann gucken wir, das kriegen wir später noch raus. Wenn wir das andere Teil jetzt halt dran machen, dann steht er davor. Ja, das macht nicht so viel Sinn, weil dann hast du viel weniger Platz und da hinten eine Luft. Dann geht uns 2-3 cm flöten. Ja. Und was ist, wenn wir das als Versatz die hintere Seite da drauf stellen und die kommt mal, passt sogar dahinter. Passt sogar dazwischen. Dann wäre es auch gleich ein bisschen besser fixiert. Ja, aber du. Kriegen wir die dann. Ja doch, die kriegt man hoch. Dann müssten wir halt. Wir müssen die Querstreifen halt ein bisschen höher setzen. Die untere müssen dann höher gesetzt sein, genau. Aber das ist ja nicht das Problem, das kann man ja machen. Dann lass uns die Vorderseite bauen. Had to follow my heart, yeah, caused a lot of pain to me right from the start. See, everybody knows that life is gonna rip you apart, and when it does, I promise you won't be that light in the dark. It's never too late to try and late. Jetzt Hochzeit. Ich würde erst die Eckpunkte generell festmachen. Ja. Aber fangen wir halt hier oben an, weil da können wir bald bündig machen. Hinten auch, dann können wir nach und nach Ecken machen. Das sieht so ein bisschen klein aus. Ich habe die Frage, wie kommen wir in diese tolle Schraube rein? Also, wir haben gemerkt, wir haben nicht alles zusammengeschraubt, nicht Spaß. Wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass wir nicht alles aufgenommen haben und deswegen werden wir jetzt die letzte Schraube extra nochmal nachfüllen. Beziehungsweise, ne, wir haben es sogar nicht zusammengeschraubt. Ja, und dann steht unser Grundgerüst. Wir haben ein bisschen was modifiziert zu dem, was wir auch noch als Konstruktion hatten und so, aber das hängt halt damit zusammen, ich hatte nicht alle Maße und alle optischen bzw. Problemchen vom Anhänger im Kopf. Und ja, ich würde sagen, wir schrauben die letzten
zwei Schräubchen da noch zusammen und dann steht dann der Gerüst. Machen wir. Machen wir einfach. Eins. Ja. That's it? Und er ist gar nicht so instabil. Nee, das ist massiv. Eigentlich war jetzt noch geplant, dass wir jetzt schrägen noch jeweils drei reinbauen hier. Aber ich glaube, das lassen wir. Also, noch eine Sache dazu. Ich weiß nicht, ob man es gerade erkennt, aber das hier vorne wird eine Tür, das hier wird ein Fach. Hier wird es ein Fach, hier kommt nachher ein Panel hin, hier kommt noch ein Fach und hier kommen auch noch größere Fächer rein. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob man es gerade in so schrägen Dingen gut erkennt, aber wir werden jetzt erstmal rausgehen und um 20 vor 7 abends nochmal meine Nachbarin ärgern und nochmal in ihre Scheune rein, um an den Anhänger ranzukommen. Die wird sich freuen. So, es ist schon sehr dunkel und die Quali ist wahrscheinlich jetzt absolut schlecht, aber wir haben uns nochmal den Schlüssel von der Nachbarin besorgt und möchten jetzt unseren Kasten, Regal, wie auch immer, erstmal richtig Probe einbauen. Vorhin hatten wir ja schon eine kurze Szene, wo wir das einfach mal als Grundgestell reingepackt haben, aber jetzt kommt der Rohbau da rein quasi. Und ja, wir werden sehen, ob das gut passt. So hoch und schräg, wenn wir wegen die Türen ziehen. Was soll denn das geht so? Können wir ihn innen schwenken? Wie meinst du? Dass wir gerade reinfahren, also so reinfahren, aufstellen, können wir das ziehen. Also kriegen wir erstmal hier den Weg. Hier den ganzen Boden. Können wir die einfach aufstellen? Ja, könnte gehen. Knapp. Und jetzt können wir hier schon. Jetzt müssen wir erst gucken, ob wir das auch kriegen. Oder ob wir da jetzt Probleme kriegen. Ja, da ist es egal. Da müssen wir es hinkriegen, wenn wir eine gerade Stelle. Aber wir müssen die Ösen hinten raus machen. Welche? Die hier und die zwei. Ja, komm, dann ziehen wir sie kurz ab. Ich mach mal hier auf. Also Holz ist das eine Passung. Und hinten reinsetzen. Alter! Wie geil der jetzt auch reingegangen ist. Ja. Bei mir haben wir jetzt so 3 cm bei dir. 2? Weniger. Ich glaube, ein Ticken zu dir kommt ich mal ab. Ticken zu dir, ja. Ich muss jetzt einmal massig ein ganz recht langes Bett. Weil das ist halt ein 2,20 lang. Du wolltest ein großes Bett. Das war ja wegen deiner Maschine, die da rein soll. Ja. Motorrad, das muss ja Platz haben. Ja. Deswegen sag ich, wir haben hinten hinter dem Vollauszug nachher auf jeden Fall einen toten Winkel oder ein totes. Ja, aber selbst wenn wir das Bett nur 2 Meter machen, hast du immer noch 20 Zentimeter.